Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu meinem Unboxing-Video. Ich bin Nele und habe euch heute wieder 4 Kinderbücher mitgebracht für Kinder von 2 bis 7 Jahren. Loslegen möchte ich mit dem Buch Was ziehe ich an aus dem J.P. Bachem Verlag von der Katie Abbey. Das ist für Kinder ab 2 Jahren, quietschvergnügt. Und da geht es also um das Thema, ja, was ziehe ich denn eigentlich an, wenn es ab in den Kindergarten geht oder überhaupt raus in den Tag. Und ich lese euch mal den Klappentext vor. Ein Mops mit Mütze, ein Bär mit Badehose, eine Schlange mit Schal. Wo gibt's denn sowas? Na hier! Es ist gar nicht so schwer, sich selbst anzuziehen, vor allem, wenn man tierische Helfer hat. Schau, wie es Affe, Lama, Frosch und Co. machen und du hast ganz schnell den Dreh raus. Ganz nebenbei kannst du in diesem lustigen Buch auch noch Tierverstecke aufspüren und das Zählen üben. Wetten, dass auch deine Eltern ganz viel Spaß dabei haben werden? Ja, und das vermute ich auch mal. Also genauer stelle ich es euch beim nächsten Mal vor. Aber also ich finde das Cover, als ich es auf der Verlagsvorschau gesehen habe vom Bachem Verlag, musste ich unbedingt bestellen. Ich mag quietschvergnügte Dinge. Da habe ich selber große Freude dran. Ja. Das nächste Buch ist für Kinder ab 4 Jahren vom Walross, das nicht einschlafen konnte. Das ist also wieder eine gute Nachtgeschichte, hatte ich ja beim letzten Mal auch 2 dabei. Und jetzt aber diesmal schon für die bisschen Älteren. Und vom Kniesebeck Verlag übrigens. Und ich lese euch den Klappentext vor. Flynn freut sich über sein tolles neues Bett. So gerne würde er zum ersten Mal darin schlafen. Aber im Bett liegt ein ziemlich großes und müdes Walross. Er gibt sein Bestes, das Walross zum Einschlafen zu bringen, ganz zum Leidwesen seiner Eltern. Doch am Ende hat er es geschafft und alle schlafen glücklich und zufrieden ein. Naja, fast alle. Ja, fand ich auch klasse, wie der kleine Junge hier auf dem Walross steht. Hat mir sehr gut gefallen und ich bin schon gespannt, wenn ich es euch dann genauer vorstelle. Das nächste, richtig giftig, vom Atlantis Verlag aus dem Bereich Themenwelt. Da hatte ich schon mal vorgestellt, Geld zu verkaufen. Also die scheinen da immer mal eine Reihe, nicht immer mal, die haben eine Reihe und da bringen sie immer mal Themen heraus, die auch wichtig sind für Kinder, die dann für Kinder aufbereitet werden. Und hier geht es um Giftstoffe, Gefahrensymbole, dass man die richtig deuten kann und das kindgerecht erklärt, finde ich total wichtig, weil wir ja im Haushalt mit den Haushaltsreinigern, irgendwelchen Waschmitteln und viele Dinge haben, die giftig sind. Und ja, bin ich mal gespannt. Aber erstmal der Klappentext. Aaron und Mona erleben ein wildes Abenteuer. Man soll es mit den Verboten ja nicht übertreiben. Aber es macht Sinn, wichtige Warnungen zu kennen. Zum Beispiel die Gefahrensymbole, die uns im Alltag begegnen. Ja, finde ich total gut. Beim nächsten Mal mehr dazu. Und das Buch ist für Kinder ab 5 Jahren. Genau wie dieses hier vom Knesebeck Verlag. Opa Rainer weiß nicht mehr. Da geht es also um das Thema Demenz und Alzheimer. Ein Thema, was in unserer Gesellschaft leider immer wichtiger wird. Und deshalb fand ich es auch klasse, dass der Knesebeck Verlag da ein Buch macht, was das kindgerecht erklärt. Denn viele Kinder, gerade weil wir viele von uns auch immer älter Kinder bekommen, also ist die Wahrscheinlichkeit, dass Oma und Opa vielleicht an Demenz erkranken und die Kinder noch in einem Alter sind, wo es für sie schwierig ist, das zu verstehen, wird immer höher. Früher waren es vielleicht Uroma, Uropa oder die sind gar nicht so alt geworden, aber ja, jetzt mit immer älter werdender Gesellschaft ein großes Thema. Kurz zum Klappentext. Mia liebt ihren Opa über alles. Mit ihm kann sie die schönsten Sachen unternehmen und auf dem Schulweg tolle Wettläufe machen. Aber in letzter Zeit ist Opa komisch und weiß selbst die einfachsten Sachen nicht mehr. Wo er seine Schuhe zuletzt gesehen hat, wofür der Wasserkocher einen Stecker hat, welcher Tag heute ist, wie man ein Unterhemd anzieht und wer Mia überhaupt ist. Mia lernt nach und nach mit der Krankheit ihres Opas umzugehen, ihn zu unterstützen und auch, was es für ihren Opa bedeutet, die kinderleichtesten Sachen nicht mehr zu beherrschen. Ein wunderbar illustriertes, einfühlsames und mutmachendes Bilderbuch zu einem hochsensiblen und hochaktuellen Thema. Ja, finde ich also ganz wichtig, finde ich großartig, dass auch so eine Themen besprochen werden. Neben allem Lustigen und so sollten ja Kinder auch darauf vorbereitet werden. Und ich als Erwachsener freue mich eigentlich, wenn ich da eine Möglichkeit der Unterstützung habe.
Ja. Wenn ihr die Bücher genauer kennenlernen wollt, dann schaltet doch bitte beim nächsten Mal ein, denn dann stelle ich sie euch besser vor. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Eure Nele. Tschüss!